Ja, das sind wir. Jetzt gibt es die Nachberichterstattung zum Spiel Argentinien gegen Island. Und hier sehen wir einmal den Island-Wimpel. Oder den können wir auch. Oh, jetzt ist er kaputt. Aber den kann man wieder reparieren, weil ich bin ein Heimwerker. Und habe das natürlich direkt erkannt, dass man das hier nochmal reparieren kann. So, da ist er wieder heile. Wo legt man das denn mal hin? Hier, so. Okay, not today. Auf jeden Fall ging Argentinien in der ersten Halbzeit in Führung und zwar durch Sergio Kun Agüero. Der ist ja wahrscheinlich den meisten von euch ein Begriff, Stürmer bei Manchester City. Und der hat das Tor zum 1:0 geschossen. Und kurz danach hat Alfred Finnbogason, der ja bei Augsburg spielt, das erste Tor für Island bei einer WM geschossen. Und so blieb es dann auch. Und sonst war Argentinien hatte die besseren Chancen, halt auch über Messi, beziehungsweise wegen Messi, der glaube ich 7 oder 8 Abschlüsse aufs Tor hatte, alleine. Und dann gab es noch eine strittige Situation, in der ein Argentinier im Strafraum gefoult wurde. Meiner Meinung nach war es ein klarer Elfmeter. Aber der Schiedsrichter hat es nicht so gesehen. Nicht mal der Videobeweis wurde angewendet. Wieso es den dann gibt, weiß ich nicht, weil das ist ja eigentlich für solche strittigen Szenen. Aber da hat es den Schiedsrichter gar nicht gejuckt. Und so gab es dann halt auch keinen Elfmeter. Und dann hatte Barca, was für Barca, hatte Messi nochmal eine Großchance, aber der Ball ging auch knapp am Tor vorbei. Und so blieb es dann beim 1:1, auch nach weiteren 4 Minuten Nachspielzeit, blieb es so beim 1:1. Also hat sich Island ganz gut geschlagen für das erste WM-Spiel. Und ich hatte beim Tippspiel, ich habe halt auf Argentinien getippt, 2:1, ist nicht so ausgegangen. Aber ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wie die anderen Spiele ausgehen, weil er heute auf jeden Fall noch Kroatien gegen Nigeria spielt, glaube ich. Und Dänemark spielt auf jeden Fall auch noch. Ich weiß nicht gegen wen, aber Dänemark habe ich auf jeden Fall 2:0 für Dänemark getippt. Und ja, das war's mit diesem Video. Schreibt in die Kommentare, was ihr glaubt. Folgt mir auf Instagram, liha2004_ und ciao.